Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der Dinge, die du in Black Panther Wakanda Forever übersehen hast. Show them. Oh, yeah. In dieser Liste sehen wir uns die besten Anspielungen, Comic-Referenzen und cleveren Easter Eggs an, die in dieser bewegenden und beeindruckenden Fortsetzung versteckt sind. Wenn du Wakanda Forever noch nicht gesehen hast, Achtung Spoiler-Alarm! Von welchem neuen Charakter aus der Fortsetzung würdest du gerne mehr sehen? Und ist dir aufgefallen, dass die Szene, in der Königin Ramonda Wakanda betritt, die Ankunft von T'Challa in Black Panther von 2018 widerspiegelt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Killmongers Verbindung zum synthetischen Heart-Shaped Herb. Yeah, go ahead and burn all that. My king, we cannot do that. It is our tradition. Da Killmonger im MCU fast alle herzförmigen Kräuter Wakandas verbrannt hat, sah es so aus, als würden die zukünftigen Black Panther keine Superkräfte bekommen. Aber nachdem Shuri eine synthetische Version der Pflanze erschaffen hat, nimmt sie sie und sieht ihre Cousine auf der Ebene der Ahnen. Ihre Begegnung ist eine emotionale Szene und ein tiefer Verweis auf eine andere Geschichte. Well, maybe your home's the ones that's lost. That's why they can't find us. In den Comics findet Killmonger einen Weg, ein synthetisches, herzförmiges Kraut herzustellen. Er bietet es schließlich einem Mann an, der in die Fußstapfen von Black Panther treten will. Obwohl Killmonger das synthetische Kraut im Film nicht hergestellt hat, war es aufgrund seiner Handlungen notwendig, dass Shuri ein solches Kraut herstellt. In gewisser Weise ist er dafür verantwortlich, dass Menschen auf mehreren Welten auf eine neue Art und Weise Black Panther-Kräfte erhalten können. He banned the Guardian of the Heart-Shaped Ape. Of course he did. That's what he was trained to do. Platz 9. Anspielungen auf M'Bakus Vergangenheit und Zukunft. In einer der lustigsten Szenen von Black Panther droht der Stammesführer der Jawadi, M'Baku, spielerisch damit, Ross in Essen zu verwandeln, bevor er bestätigt, dass keiner seiner Leute Fleisch isst. One more word and I will feed you to my children. I'm kidding, we are vegetarians. Die Fortsetzung griff diese Szene auf, indem sie den Wakandaner eine Karotte in Bugs Bunny-Manier verschlingen ließ. Außerdem gab es zu Beginn eine ernstere Anspielung auf seine Vergangenheit. Als T'Challa zu Grabe getragen wird, sehen wir ein deutliches Set aus Speer und Schild. Mit diesen Waffen hat er gekämpft, als M'Baku den verstorbenen König um den Thron herausforderte. M'Baku, what are you doing here? It's Challenge Day. In Wakanda Forever schloss sich der Kreis der MCU-Reise des Jabari-Anführers, in dem seine letzte Szene am selben Ort spielt, an dem er gegen T'Challa kämpfte. Aber dieses Mal könnte M'Baku als neuer König begrüßt werden. Great Gorilla M'Baku. This is why we are here. Platz 8. Ein stimmliches Black Widow Cameo. Es war großartig, Trevor Noah wieder als Stimme von Wakandas KI-Programm zu hören. The lab is under attack. What? Where? Deactivating hologram. Wir fanden es jedoch toll, dass der Film noch eine weitere versteckte Gesangsrolle hatte. Als Namors Leute ein ahnungsloses Boot angreifen, spielt die Schauspielerin Lake Bell eine Ärztin, die nach Vibranium sucht. Bevor sie in diesem Film auftrat, spielte sie Vanessa Fisk in Spider-Verse und mehrere Black Widows in What If. She's Natasha Romanoff. Who? Yeah, I'm also supposed to be the last person on this planet. Bell konnte die Härte und den trockenen Witz der Rächerin allein mit ihrer Stimme perfekt einfangen. Leider sorgte Namor dafür, dass ihre Zeit als Graham im Live-Action-Universum ein jähes und wässriges Ende fand. Aber falls ein zukünftiger MCU-Film jemals eine neue Black Widow-Variante aus einer anderen Welt einführen möchte, würden wir Lake Bell gerne wieder auf der Leinwand sehen. Where are we? On a world that lost their widow. It's a mess. Thank you. Platz 7. Die Feindschaft von Shuri und Namor waren in den Comics tödlicher. Without the Black Panther, Wakanda will fall. Zu sagen, dass die Dinge zwischen den Nationen von Wakanda und Talokan im Film ziemlich hitzig wurden, wäre eine Untertreibung. Nachdem Shuri sich weigert, Riri Williams an Namor auszuliefern, führt er einen Angriff an, der mit der Überflutung der Stadt der Prinzessin und dem Tod der Königin endet. Die wakandanische Königin hat Talokan zwar nicht direkt auf der Leinwand angegriffen, aber auf einer anderen Welt hat sie es definitiv getan. If Wakanda is an ally or an enemy. You can come and find out.
Eine Comic-Version von Namor entschied sich ebenfalls dafür, Wakanda zu überfluten. In dieser Welt schlug Shuri schließlich zurück, indem sie ihre Armee in seine Heimat schickte und unzähligen Bürgern das Leben nahm. Namor antwortete auf diesen Angriff, indem er die Streitkräfte von Thanos dazu brachte, Wakanda anzugreifen. You are in Wakanda now. Thanos will have nothing but dust and blood. Auch wenn sein filmisches Pendant immer noch mit Shuri aneinander geraten könnte, sind wir froh, dass sie den Kreislauf der ständigen Gewalt für den Moment durchbrochen haben. Platz 6. Ein neuer, aber bekannter Ursprung für T'Challas Sohn. No fair, Azari! You didn't give me enough of a head start! No fair? Aren't you the one who called no powers and shrunk and flew away? Nachdem Shuri sich Zeit genommen hat, ihre Trauer zu verarbeiten, schöpft sie neue Hoffnung, als sie erfährt, dass ihr Bruder mit Nakia einen Sohn namens T'Challa alias Toussaint hatte. Es stellt sich heraus, dass der Junge geheim gehalten wurde, um ihm Zeit zu geben, aus dem Rampenlicht herauszuwachsen. Dieser Handlungsstrang spiegelt die Ursprünge einer anderen Version von T'Challas Sohn wider. In einer Welt, in der Ultron Helden wie Black Panther erschlug, wurde Azari T'Challa im Geheimen von Tony Stark aufgezogen. Your dad wasn't the last Avenger. Tony was. You know, the knight, Iron Man, he got captured by Ultron, and we're going to go rescue him. Der junge Wakandaner lernte seine Kräfte zu verfeinern und in einem Team mit anderen aufstrebenden Helden zu arbeiten. Während der junge T'Challa im MCU in einer feindlicheren Welt lebt, erwarten die Leute vielleicht, dass er in die Fußstapfen seines Vaters und seiner Tante tritt und der nächste Black Panther wird. Sorry, Robot, I'm just too fast. Platz 5. Valentinas Beziehung könnte zu einer schockierenden Offenbarung führen. Die mysteriöse Contessa hat immer wieder für Überraschungsauftritte gesorgt, seit sie im MCU aufgetaucht ist. Well, these boots are not made for walking. Valentina Allegra de Fontaine. Val schockierte uns zweimal, als sie in Wakanda Forever auftauchte und verriet, dass sie und Ross einst verheiratet waren. Dieses kleine Detail könnte bald zu einer großen Enthüllung führen. Yeah, well, yeah. Things are about to get weird. In den Comics war sie mit Nick Fury persönlich zusammen. Ihre Chance auf ein glückliches Leben wurde einst zerstört, als sich herausstellte, dass Val in Wirklichkeit ein formwandelnder Skrull war. Wenn sich dieser Handlungsstrang auch im MCU abspielt, würden die Szenen, in denen sie versucht, Vibranium zu bekommen, noch viel unheimlicher wirken. Außerdem würde uns die Tatsache, dass sie mehrere mächtige Kämpfer kennt, sehr beunruhigen. Wird Val uns und ihren Ex Ross mit einer außerirdischen Enthüllung schockieren? Wow, couldn't have worked better if I planned it myself. Oh, well, maybe I did. Platz 4. Kleine Hinweise auf zwei Avengers. Obwohl in Wakanda Forever keine großen Auftritte der anderen Avengers zu sehen waren, gab es kleine, im Film versteckte Erinnerungen. Während einer Nachrichtensendung sind am unteren Rand des Bildschirms Informationen über einen Vertrag in New Asgard zu sehen. My friends, we must not quarrel. In times like this, we need to unite, come together. Diese Anspielung auf den vorangegangenen Marvel-Film Thor Love and Thunder ist gepaart mit einer Anspielung auf den nächsten Film in der Reihe. Die Nachricht lässt uns wissen, dass Scott Lang eine populäre Autobiografie mit dem Titel Look Out for the Little Guy hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob das Buch mit den Ant-Man-Podcast-Episoden zusammenhängt, von denen wir in Miss Marvel gehört haben. Due to my extensive research and my diligent studying of Scott Lang's podcast interviews, who by the way seems like a pretty cool guy. Oder ob sie es in unserer Welt veröffentlichen werden, wenn der dritte Scott Lang Film herauskommt. Aber hoffentlich werden die Memoiren dazu beitragen, dass sich die Leute an den Namen Ant-Man erinnern. Everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man! Platz 3. Namor könnte auf seinen eigenen Tod hingewiesen haben. My ancestors would often say, only the most broken people can be great leaders. Tenochtitlan gab in Wakanda Forever ein unglaublich beeindruckendes Debüt als Namor. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir bald auch das Ende der Figur erleben werden. Während der Secret Wars Reihe in den Comics legten Namor und Black Panther ihre Differenzen beiseite, um Dr. Doom zu bekämpfen. Both nations want the same thing, which is to preserve and to protect their people, but they're willing to go about it different ways. I need to know if Wakanda is an ally. Leider wird der Wasserkönig in der Hitze des Gefechts von dem Bösewicht getötet. Glücklicherweise wird er wiederbelebt, als seine Heimatwelt wiederhergestellt wird. Wir wissen, dass das MCU innerhalb der nächsten 4 Jahre einen Secret Wars Film veröffentlichen wird. Und in Namors letzter Szene deutet er an, dass der neue Black Panther Shuri ihn in Zukunft um Hilfe bitten wird. Könnte dieser Dialog auf ein episches und tragisches Team-Up im Secret Wars Film hindeuten? Who are you?
My enemies call me no more. Platz 2. Riri's viele Parallelen zum Debüt von Iron Man. Als wir Riri Williams kennenlernen, erfahren wir, dass sie genau wie Tony Stark am MIT studiert. Das war nur der Anfang von den vielen Iron Man Parallelen. Als die Behörden kommen, um Riri festzunehmen, muss sie schnell einen Prototyp eines Anzugs anziehen, den sie aus Ersatzmaterial hergestellt hat. Tony tat dasselbe, um seiner Gefangenschaft in seinem Film von 2008 zu entkommen. Außerdem geraten sowohl Iron Man als auch Ironheart in tödliche Gefahr, nachdem sie höher geflogen sind, als sie sollten. Und tragischerweise gab Königin Ramonda ihr Leben, um Riri zu retten, genau wie Yinsen sich opferte, um Tony zu retten. Wir haben das Gefühl, dass Riri in die Fußstapfen von Iron Man treten und die Person, die sie gerettet hat, ehren wird, indem sie ein großer Held wird. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Shuri stellt denkwürdige T'Challa-Szenen nach. Eines der wichtigsten Dinge, die Killmonger Shuri in Wakanda Forever fragt, ist, ob sie wie ihr Bruder sein wird. Nachdem sie seine Frage gehört hat, stößt sie wütend einen Vibranium-Anzug mit Superkräften quer durch den Raum. Dieser Moment war ein düsteres Spiegelbild der humorvollen Szene, in der T'Challa das gleiche mit einem Anzug tat. Strike it. Anyway. Nachdem Shuri einen Anzug angezogen hat, bringt sie Namor fast um, weil er ihre Mutter ertränkt hat, aber sie beschließt, die Wut nicht gewinnen zu lassen. Shuris Erklärung an Namor ist im Wesentlichen genau das, was T'Challa zu dem Mann sagte, der seinen Vater getötet hat. Vengeance has consumed you. It's consuming them. Dann letting it consume me. Im Laufe dieses Nachfolges verliert die Prinzessin von Wakanda ihren Weg, aber Shuri hat zu sich selbst zurückgefunden, indem sie sich die ähnlichen Qualitäten zu eigen gemacht hat, die sie mit ihrem Bruder teilt. The Black Panther has never failed to protect Wakanda. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.